Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning. Und wir sind wieder hier und wir müssen... Was mussten wir denn tun? Wir mussten, glaube ich, den Datenkristall auslesen. Ich bin gar nicht mehr sicher, was wir tun sollten. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Wir haben uns hier ein Loch durchgeschossen. Das wissen wir ja noch. Und hier war irgendwas am Terminal. Ja, herzlich willkommen zurück in der neuen Aufnahme. Es ist ein wunderschön sonniger Tag. Die Luft ist frisch. Und wir befinden uns jetzt hier in dieser... Achso, so habe ich das benutzt. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Im Regal ist eine Lampe defekt. Okay. Bestätigen. Huch. Aha. Das ist eine Signalleuchte. Das ist eine Signalleuchte. Achso. Lampe. Nehmen. Ein Steckplatz für ein... Kann ich die alle hochfahren? Ah, das ist klar. Ich kann die jetzt auf einmal hochfahren. Ist ja logisch. Okay. Drei merkwürdige Socke lehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Sie stellten... Waren Sie auf... Nein. Oh. Kennen wir ja schon. Okay. Betätigen. Da fehlt eine. Das heißt, die kommt wahrscheinlich nicht ein. Ich komme nicht ran. Natürlich tut sie das nicht. Drei merkwürdige Socke lehnten an der Wand. Ja, mal schnell. Okay, ja. Teleporter. Sie kommt nicht ran. Kann ich damit irgendwas? Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Weiß nicht. Ich komme nicht ran. Wie soll ich das denn? Und den betätigen wir auch mal. Soll ich vielleicht zwischen den beiden hochklettern? Ich komme nicht ran. Und hier? Ich komme nicht ran. Okay, sie kommt also an nirgends, an keines dieser Dinger heran. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich muss ja irgendwas nehmen, was... Liegt da irgendwas rum? Ich muss ja irgendwie da hochkommen jetzt. Den kann ich nur ansehen. Auch den kann ich nur ansehen. Rinnsal, 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 Schaum, Kabel. Und auch hier kann man nichts mitnehmen, gell? Wartungsklappe öffnen. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Nee. Funktioniert nicht, okay. Nein. Keine Ahnung wie. Weiß nicht. Nee. Okay. Wir können ja auch nichts mitnehmen. Ich
gucke mir den mal an, vielleicht nimmst du den ja mit jetzt auf einmal. Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte. Okay, ja. Warum klettert die eigentlich die Treppe runter? Ich meine, das ist doch eine Treppe. Warum krabbelt die nicht einfach die Treppe runter? Wo ist die Treppe denn hier? Weil wenn man unten ist, wird auch so eine Treppe angezeigt. Oder bin ich jetzt blöde? Keine Ahnung. Also nicht, wie ich jetzt da rankommen soll. Kann ich hier denn irgendwas mitnehmen? Kann ich ihn ansprechen eventuell? Hast du die Daten? Das Passwort ist Blauart. Das habe ich nicht verkauft. Ich will auf Nummer sicher. Den kann ich gar nicht. Da hinten ist leider. Den kann ich gar nicht da irgendwie helfen. Ah, kann ich denn so einen Container hier mitnehmen? Ist ja das Idealste eigentlich. Einfach so. Darin haben wir den Kleinkram. Truhe. Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvador? Nee, macht's denn nicht, okay. Kühltruhe. Da sind nur Delvins Pflanzen. Okay. Kann doch nicht sein, dass ihr nichts mitnehmt hier. Ich meine, die braucht doch nur so einen scheiß Kanister, um es hier drauf zu stellen. Da würde ich das Ding einfach mitnehmen. Darin hab... Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Okay. Ist hier oben noch was, was ich mitnehmen kann? Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Okay, auch hier ist also nichts, womit ich irgendwie hochkommen könnte. Kann ich mit Delvin nochmal reden? Wie funktioniert die Membran? Um sie... Aber mit dem kann ich gar nicht reden, alles klar, okay. Ach klar! Den Klappstuhl könnte ich mitnehmen. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Nur Fussel. Ich raff nicht, wieso? Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Ich raff jetzt nicht ganz, was sie... Ich meine, es ist doch jetzt... Es ist manchmal immer so, dass man sich denkt, so, okay, logischer Weg, man nimmt sich irgendwas, stellt sich drauf. Oh, hier wollte ich gar nicht runter. Naja, okay. Manchmal ist es so, man denkt sich, man stellt sich irgendwo drauf, aber nee, dann will es irgendwie doch nicht machen. Können wir mit Leuchtstoff noch was anfangen? Es scheint immer noch zu halten. Ja, na, wow. Dann gehen wir mal hier hoch. Aber auch hier ist jetzt, ich könnte sogar den Schrank mitschleppen, das schafft die Alte bestimmt. Den kann ich auch nicht mehr nehmen hier, gell? Das ist sehr doof. Und wenn ich den ersten Sockel nach unten fahre, den ersten, ja. Hallo, betätigen, ja. Ja, betätigen. Huch, was ist das denn? Ich hänge gerade im Menü fest. Weiterspielen? So. Ach, das habe ich jetzt ja gar nicht gesehen, dass man hier überall rein kann. Betätigen. Ansehen. Drei merkwürdiges Platz. Ja, oh, keine Teleporter, sind immer noch Schränke. Betätigen, so. Das heißt, wir können unsere Lampe überall einfügen.
nicht da. Okay, Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Ja, das ist mir schon klar. Du sollst den hier nach unten fahren. Okay. Die Lampe kann doch sicher in diesen Steckplatz. Bringt aber nichts, okay. Wir setzen die Lampe in diesen Steckplatz. Hey! Cool, funktioniert. Jetzt gehen wir zum Terminal. Und benutzen es. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich hasse diesen kleinen Stift langsam. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Ja, das ist mir klar, das ist das Ding auch machen. Tu nicht immer so. Die beiden sind defekt. Ich komme nicht ran. Nee, im Ganzen sind nicht, weil sie nicht rankommt. Rausschlagen? Nee. Mit einem Schraubenzieher kommt sie vielleicht ran? Nö. Bestimmt mit dem Messer, weil das genauso lang ist. Nee. Ah, okay. Die Cola danach werfen. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Kann ich die Datenkristalle nehmen? Lol, ich kann die Datenkristalle rausnehmen. Die Ding? Heißt das, ich kann einfach alle Datenkristalle rausnehmen? Dann kann ich doch theoretisch den Kristall hier rausnehmen? Also unseren funktionierenden? Datenkristall, Datenkristall. Das ist Nigels, wie seine... Ja, Nigels, oder? Dann nehme ich den Datenkristall und stecke den funktionierenden Sockel rein. Nee. Nee. Wieso nicht? Lieber nicht. Wie jetzt? Ich könnte den Kristall raus... Drei merkwürdiges... Platz gestellten. Ja, ja. Nein. Oh. Ja, das ist... Ich könnte den Kristall rausnehmen, aber kann jetzt gar nichts mehr machen. Das habe ich komplett kaputt gemacht, wahrscheinlich. Ja, aber mache ich alles kaputt. Kann ich hier einen rausnehmen? Nö. Steckplatz. Ja, ist immer noch ein Steckplatz. Das wird sich auch nicht ändern. Es wird immer ein Steckplatz bleiben. Dann gehen wir ganz kurz hier. Und schauen mal, ob wir hier noch einen Steckplatz, das Teil rausnehmen können. Auch hier kann man keinen Kristall. Aber sollen wir eventuell die Lampe nutzen? Nehmen. Sollen wir die Lampe nutzen? Um Steckplätze freizuschalten? Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch, oder? Ich probiere jetzt einfach mal den einzustecken. Nee, geht auch nicht. Ein Steckplatz. Drei merkwürdig... Ja, das ist da. Oh. Intakter Chip ansehen. Der neue Chip sieht viel besser. Ja, okay. Kann ich vielleicht ein... diesen Datenkristall... Dieser Daten... Hier sollten alle Dateien intakt sein. Ach, alles klar. Keine Terminal? Ahnung wie. Na, Terminal. Nö. Dieser Datenkristall enthält die Sicherheitskopie von Nigels Daten. Hier sollten alle Dateien intakt sein. Ach, alles klar. Ich konnte das rausziehen, weil ich das so gemacht habe. Und jetzt kann ich mit dem Datenkristall zu... Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo. Her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche.
Sieh nur. Er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Und dann... Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Inde seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. So naiv. So naiv. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Das machen wir natürlich sofort.